herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AndiTV. Wir waren auf dem Kleingartenfest im Kleingartenverein Neue Hoffnung. Die haben ein Laubenfest gehabt über 3 Tage. Hat man selten mal Verein, dass die so lange machen. Ja, los ging es am Freitag und da hat es ein bisschen geregnet. Das ging aber auch. Am Samstag kam eine richtige Hagelschauer mit so Ästen auf der Straße nachher und so. Egal, erstmal zeigen wir euch den Freitag und das schaut euch mal bitte an. Unser diesjähriges Gartenfest. Wir wünschen uns noch ein bisschen besseres Wetter, aber Regen muss ja auch sein, sonst würden ja unsere Pflanzen nicht wachsen. Nicht am Fest sein. Ja. Viel Vergnügen! Schon, aber nicht lange, dann kam Revision. 2 ausgesprochen fiese Knaben, die wollten alles wieder haben. Der eine fragt der ganze Rick, wo ist das Geld denn angelegt? Na, bei einer Bank, wie jeder kennt, da gibt es höchstens 5%. Ein guter Schnaps hingegen, weiß ich, hat ja meistens immer 30. Drum habe ich damit ungeniert meinen Leberschaden finanziert. Seitdem bin ich mit Saus und Braus aus dem Bankgeschäft da draus. Es gibt Männer, die sind nämlich selbst als Penner viel zu dämlich. Neulich habe ich einen getroffen, den um 12 noch nicht besoffen. Ich sage zu meinem Kumpel, ich muss heute unbedingt zum Laubenfest von der kleinen Gartenverein. Ja, Neue Hoffnung, ne? Ja. Oh, heute Abend. Ich sage, sind bestimmt feine Leute, da wenn ich so umgucke, allzu große Mühe hat er nicht gegeben heute. Ne? Was ist denn du für einer? Ja. Beamter! Na Christa, wirst du schon krimmelig, oder? Eine Zugabe haben. So, nur mir kurz vorstellen, mein Name ist Benny, Biene Beklopp, E wie Emil, N wie eine normale Null und Y wie Y. Damit ihr wisst, mit wem ihr das zu tun habt, würde ich es auch bei Döniken aus meinem Leben erzählen. Wie fangen sie mit der Schule an? Unsere Lehrerin, jeden Morgen kam sie mit der frisch geschnittenen Rose im Ausschnitt kam sie zum Unterricht. Fragt sie eines guten Tages, Kinder, wer kann man denn sagen, wovon sie die Rose ernährt? Keiner meldet sich, Herr Vollernährer, von Milch. Sagst du, Benni, wie kommst du denn darauf, doch von Wasser? Ist doch dann ihre Rose aber Langstiel. Ne? Sagst du, Benni, guck mal am Fenster, da sitzt ein Vogel. Was ist das für ein Vogel? Ich sag, das ist ein Drossel. Nein, das ist eine Amsel, aber schön, dass du mitdenkst. Ne? Sagst du, guck mal gleich unter auf den Schulhof, da steht ein Baum. Was ist für ein Baum? Ich sag, das ist eine Buche. Nein, das ist eine Eiche, aber schön, dass du mitdenkst. Ich sag, Frau Lehrer, darf ich denn auch mal eine Frage stellen? Das ist selbstverständlich. Sage, habe ich in der Tasche, ist hart wie Holz und hat einen roten Kopf. Was ist das denn? So, da finde ich doch keine Frage für die 2. Klasse. Sondern Frau Lehrer, das ist Streichholz. Aber schön, dass Sie mitdenken.
Tschüss, goodbye. Auf Wiedersehen. Und goodbye. Du bist ja hier, meine Damen und Herren. Schön, ja. Dos Vidania. Uschi will Heimatmusik. Sie hat Sehnsucht nach der Heimat. Nach Drieben. Nach dem Freitag kommt bekanntlich der Samstag und da ging es dann weiter. Zunächst mit den Hagelschau, da haben wir alle gedacht, das fällt aus, weil es war so heftig. Aber dann, als der Schauer vorbei war, fing die Musik an zu spielen und dann ging es dann richtig los und hat eigentlich keiner erwartet. Wir haben gedacht, wir gehen um 9 Uhr nach Hause. Nee, dann haben sie noch richtig Stimmung gemacht. Das war richtig klasse. Hier in meinem kleinen Privatbiergarten. Das ist zwar nicht mein Garten hier, sondern der eines Kollegen, aber ich passe drauf auf. Und jetzt zeige ich euch mal was, das mit der Lage auf sich hat. Und zwar ist das ein Bier, das hat Kurt Breuhahn im Jahre 1526 zum ersten Mal gebraut. Danach ist das auch bekannt, das Breuhahn-Bier. Das hat auch nur, hier steht 3%, normalerweise hat es 2,8%. Und da das den Leuten zu wenig war damals, im Dorfstöcken, das ist heute ein Stadtteil von Hannover, also kein Dorf mehr, und trinkt man das also mit Korn. Und jetzt zeige ich euch mal, was das damit auf sich hat. Das ist also nicht viel. Man schenkt hier 5 cm ein. Oh Gott, viel. Und hier den Korn dazu.
Und wie man das trinkt, das zeige ich euch nach dem Sonntag. Denn Sonntag war in der Neuen Hoffnung Katerfrühstück. So wie das hier auf Schützenfesten üblich ist, ist immer Katerfrühstück mit viel Fisch und Matjes und Hering und Pipapo. Und da hat dann Little Willy Musik gemacht. Und da würde ich sagen, da schauen wir uns mal an, was im Katerfrühstück los war. Da hat es ausnahmsweise mal nicht geregnet. Es war ganz gut, es war zwar etwas kalt, aber ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Katerfrühstück jetzt, letzter Tag des Laubenfestes, Neue Hoffnung, bitteschön. Ein herzliches Willkommen zu unserem Katerfrühstück. Ich begrüße unseren Präsidenten Karl-Heinz Rennecker. Das war also der letzte Tag vom Laubenfest, der Sonntag mit dem Katerfrühstück. Musik hat wie gesagt Lil Willy gemacht. Und nun zeige ich euch mal, wie man Lütje Lager trinkt. Das wird immer in zwei Gläser eingeschenkt. Viele Schützenfestwirte in der Region machen das hier in nur einem Glas. Dann könnt ihr auf jeden Fall euer Geld zurückverlangen. So. Jetzt die Technik. Ungefähr sollten hier zwischen den Glaskanten 2 mm Abstand sein, weil das muss da reinlaufen. Während des Trinkens muss das da reinlaufen. Und damit das nicht kleckert, wollte man das ungefähr so ein bisschen einhalten. Also dann mal, ich versuche das jetzt mal ohne zu kleckern. Für alle zu Bekleckernden gibt es Lätzchen. Aber ich mache schon mal die Beine breit und dann... Beine breit, ja. Ich weiß, jetzt gibt es Lacher. Auch wenn ich jetzt klecker, gibt es auch Lacher. Prost. Na, das ging doch. So, das war Andi TV für diese Woche. Wann wir uns wiedersehen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall zur Reincarnation Parade. Ihr wisst schon, hier Techno und lässt grüßen. Und auch zum Maschsee-Fest sehen wir uns wieder. Ob ich davor noch was mache, das ist beides im August. Ob ich davor noch was mache, weiß ich nicht. Sehen wir denn. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch bis spätestens zur Reincarnation oder zum Maschsee-Fest eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. So, während jetzt der Abspann läuft, möchte ich euch mal zeigen, was ich so während der Dreharbeiten gesoffen habe. Die Flasche war voll. Die Flasche war auch voll. Ich habe so unzählig viele Outtakes produziert, dass ich schon fast besoffen bin.